Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um eine ganz, ganz essentielle Geschichte. Und zwar will ich dir heute eine Sache zeigen, von der ich überzeugt bin, dass du sie unbedingt selbst machen musst. Also das darf niemand anderes machen. Und um was es da geht, das erkläre ich dir jetzt hier im Video. Ich will jetzt zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her, nämlich jetzt erst ein paar Tage. Ich war auf einem Seminar und das Seminar hatte gar nichts mit Börse zu tun, ging es mehr um unternehmerische Sachen. Und ich habe dort allerdings einige Kunden von uns getroffen. Ne? Das ist halt so, wenn man viel unterwegs ist und der ein oder andere kennt uns ja auch. Und ich treffe dann immer mal Kunden, das ist natürlich immer super. Dann unterhält man sich, dann spricht man miteinander und die meisten, die kennen uns halt irgendwie von YouTube oder sonst irgendwas. Ne? Und da habe ich unter anderem eine sehr nette Dame getroffen, liebe Susi, herzliche Grüße nach München. Und ich habe mich mit der Susi über eine Sache unterhalten und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, so wie ihr geht es ganz, ganz vielen. Passt auf, und zwar folgendes. Wir haben uns unterhalten über den aktuellen Markt und sie hat mir dann erzählt, dass sie eigentlich momentan von der Entwicklung im Markt etwas überrascht ist. Sie sagt, da ist, wo die Märkte jetzt runtergehen, das hat sie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und sie war so ein bisschen überrascht von dem, mit welcher Heftigkeit es jetzt nach unten geht. Und die erste Frage, die ich dann gestellt habe, war, hast du es denn nicht in deiner Morgenroutine erkannt? Und sie sagt, nicht so richtig. Und da habe ich die zweite Frage gestellt, habe gesagt, machst du deine Morgenroutine? Und da hat sie gesagt, ich mache die Morgenroutine nicht selbst, ich habe das ausgelagert. So, was heißt ausgelagert? Ihr wisst, unsere Morgenroutine, ich komme auch gleich nochmal darauf zu sprechen, das ist ja eine Excel-Tabelle und das ist nichts anderes, als dass du dich jeden Tag hinsetzt und dir jeden Tag den Markt anschaust. Kurze Pause, gerade der Hund, der gequietscht hat. Das heißt, du setzt dich jeden Früh oder kannst auch mitten in der Nacht machen oder am Mittag, das ist egal, aber eben bevor die amerikanischen Märkte öffnen, setzt du dich hin und du gehst verschiedene Dinge im Markt durch. Und das ist am Anfang durchaus etwas anstrengend. Ne? Also das heißt, das dauert eine gewisse Zeit. Es kann also sein, dass jemand, der das ganz neu macht, dass der jetzt vielleicht mal eine Stunde dafür braucht. Und es ist natürlich so, wir Menschen sind ja alle bequem. Ne? Du genau wie ich, das ist ganz normal. Und deswegen, immer wenn Menschen bequem sind, immer wenn Menschen was haben und sagen, das will ich eigentlich schon gern haben, das Ergebnis will ich haben, aber die Arbeit will ich nicht machen, gibt es Dienstleister. So, es gibt es auch im Bereich Morgenroutine mittlerweile, also ich kenne allein schon drei, aber es wird wahrscheinlich noch viel mehr geben. Leute, die sagen, hey komm, für ein paar Euro im Monat mache ich dir die Morgenroutine. Und für uns wäre das zum Beispiel auch ein Riesenprodukt. Ne? Also was heißt Riesenprodukt? Das wäre jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ, weil es viel zu günstig ist, aber wir könnten das sofort ein paar hundert Mal jeden Monat verkaufen. Das heißt also, dass wir sagen, okay, wir machen jeden Morgen die Morgenroutine und dann schicken wir das an Kunden raus. Und wir weigern uns aber, das zu machen. Ne? Wir weigern uns, das zu machen, und zwar nicht, weil wir kein Geld verdienen wollen, sondern weil es absolut kontraproduktiv ist. Das heißt, es gibt Anbieter, die sagen, okay, komm, ich ziehe, zum Beispiel, viele machen das, haben das sogar automatisiert, das ist grafisch toll aufbereitet, also ganz große Klasse. Ich ziehe die ganzen Daten, die in so eine Morgenroutine gehören, ziehe ich rein und schicke dir jeden Früh dann die Tabelle zu. Ne? Und dafür gibst du mir im Monat, was weiß ich, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, egal. Ne? So. Und ich halte das auch für grundfalsch. Und zwar nicht von Seiten der Anbieter. Was die machen, ist alles absolut okay. Ne? Wer ein Geschäft machen will, macht ein Geschäft. Das ist vollkommen in Ordnung. Es geht auch nicht um den Preis. Auch der ist nicht der Rede wert. Ich denke aber, dass du als Nutzer dieser Produkte einen ganz großen Fehler machst. Und zwar der Fehler ist der, dass du die Kontrolle über den Markt, über dein Marktgefühl weggibst. Und um es mal mit dem krassen Beispiel zu beschreiben, das wäre ungefähr so, wie wenn du ein Fallschirmspringer bist und dir für 5 Euro von jemand anderen deinen Fallschirm packen lässt. Unterhalte dich mal bitte jemand, der Fallschirm springt. Und die packen alle ihren Fallschirm immer selber. Jeden Tag, jeden Sprung, das wird immer selber gepackt.
So, das ist keine schöne Arbeit, ne? Aber es ist überlebensnotwendig. So, und warum ist das bei dieser Morgenroutine auch so überlebensnotwendig? Und da will ich dir das mal an einem ganz kleinen Beispiel zeigen. Und zwar, ihr wisst ja, wir fragen in dieser Morgenroutine verschiedene Dinge ab. Volatilität, wie sind die Märkte aktuell zu ihren kleinen Durchschnitten, Put-Call-Ratios, Volumen im Markt und so weiter und so fort. Also ist alles kein Hexenwerk, sondern einfach nur Number-Crunching. Ja, du gehst durch verschiedene Dinge einfach durch. Übrigens, wer jetzt überhaupt nicht weiß, von was ich rede, ich habe am Ende noch was für euch. So. Und ich stelle dir mal Folgendes vor, was wir ja unter anderem machen ist, dass wir sagen, hey, wir schauen uns an die Märkte, zum Beispiel den S&P 500 oder auch andere, wie sind die gerade im Verhältnis zu ihrem aktuellen gleitenden 21er Durchschnitt. Ne? Also das heißt, du hast hier den Markt, so, und jetzt hast du hier halt irgendwie einen gleitenden Durchschnitt, so. Und wenn der Markt eben hier über dieser Linie ist, dann ist die Ampel grün, und geht er eben jetzt hier darunter, dann ist die Ampel, dann wird die Ampel rot. So, so weit, so gut, so weit, so einfach. Und natürlich kannst du das automatisch abfragen. Das kannst du automatisch scannen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also, weil das ist ja von Computern eine relativ simple Sache. Hat der Kurs über oder unter dem gleitenden Durchschnitt geschlossen? So, und dann würdest du ja früh sehen, aha, Ampel ist grün, oder aha, Ampel ist rot. Und damit hast du doch eigentlich alle Informationen. Und da sage ich jetzt, nein, du hast die Informationen nicht. Und ich zeige dir jetzt, warum. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir machen mal den Markt und sagen, okay, das hier, wir gehen jetzt mal ein bisschen voraus und sagen, das ist der gleitende Durchschnitt. So. Und jetzt passiert Folgendes. Tag 1, der Markt hat hier geschlossen. Okay, er ist ganz klar über dem 21er Gleitendurchschnitt. So, Tag 2, der Markt, ich mach's euch schwarz, der Markt macht von mir aus ein neues Hoch, schließt dann aber so, ne? Also ein Abwärtstag. Der ist über dem 21er Durchschnitt. Das heißt, was ist die Ampel? Die ist grün. Aber recht schlechter Tag. Nächster Tag. Machen wir nochmal so ein Beispiel. Der Markt schießt wieder nach oben, kommt wieder zurück und schließt wieder so. Okay? Das heißt, der wird abverkauft. Der ist über dem 21er Durchschnitt. Deine Ampel ist immer noch grün. Machen wir einen dritten Tag. Abwärtstag. Aber der schließt genau hier ganz knapp. Also das waren auch alles Abwärtstage hier, ne? Und der schließt hier ganz knapp über dem 21er Durchschnitt. So. Jetzt hast du 4 Tage lang, und gerade jetzt in der aktuellen Situation war es sogar noch viel, viel länger, jetzt hast du 4 Tage lang jeden Tag auf deine computergenerierte Ampel geschaut, und die hat ja jeden Tag gesagt, die Welt ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung. So. Und das heißt, du guckst da drauf und sagst, hey, cool, alles grün, weiterhin Putz schreiben, okay? Am nächsten Tag passiert das. Markt geht runter, und jetzt erst schaltet deine Ampel auf rot. So. Und jetzt guckst du am nächsten Tag und sagst, oh, die Ampel ist ja rot geworden. Ja? Und hier, das ist jetzt ein rausgerissenes Beispiel, aber du siehst hier ganz einfach, der Markt hat sich tagelang verschlechtert, und wenn du das selbst gemacht hast, wenn du jeden Tag dir diesen Chart angeschaut hast, und das ist eine Sache von Sekunden, das dauert nicht lang, ne? Ich reiße meine Morgenroutine, und die ist umfangreicher als die, die wir euch rausgeben, ne? Also unsere Coaching-Kunden haben eine sehr umfangreiche, aber gerade für den Anfänger geben wir nicht so eine umfangreiche, damit es nicht so kompliziert wird. Ja, meine ist da viel, viel größer, weil ich mir noch andere Sachen anschaue. Ich reiße meine Morgenroutine früh in 10 Minuten runter. So, richtigen Workflow, Arbeitsweise, kein Problem. So, aber sowas sehe ich, ne? Und wenn du dir das schicken lässt, wenn du dir das automatisch auch generierst, ich weiß, es haben auch Leute selber programmiert, und ich bewundere diese Fähigkeiten, das zu machen, aber ihr verschenkt euch extrem, eine extreme Nähe zum Markt. Und das gibt es bei ganz, ganz vielen Sachen. Wenn ihr zum Beispiel, ihr wisst ja auch, wie wir lernen, ne? Also lernen gibt es ja diese unterschiedlichen
Ausprägungen, ob du etwas siehst, ob du etwas hörst, ob du etwas mitschreibst und so weiter. Und die höchste Kombination ist ja immer, wenn du etwas siehst, wenn du es und gleichzeitig mit, siehst, hörst und mitschreibst. Okay, das ist das, was am besten funktioniert. Und noch ein anderes Beispiel. Wir haben vor diesem Rückgang jetzt gesehen, dass die neuen Tiefpunkte immer höher geworden sind. Die neuen Tiefs, die neuen 52-Wochen-Tiefs, das haben wir gesehen. Jeden Tag wurde das mehr. Mal waren es 50, dann waren es 57, dann waren es 82, dann waren es 101, dann waren es 117. Ne? Das ist alles nicht schlimm. Da hast du eine kleine rote Ampel, sagst du, ja, okay, ist nicht so schlimm. Aber wenn du jeden Tag siehst, wie die Zahlen sich verändern, wenn du das jeden Tag mit deinen eigenen Augen siehst und hinschreibst, dann hast du ein anderes Gefühl für die Märkte. Und gerade auch in dem Jahr jetzt, wo so viele Dinge auch nicht so funktioniert haben, wie wir uns das auch vorstellen, haben wir diese Morgenroutine jetzt im Laufe der letzten Wochen enorm ausgebaut, weil wir merken, hey, in manchen Märkten funktioniert das extrem gut für uns und in anderen noch nicht. Woran liegt es denn? Weil wir diese anderen Märkte nicht so intensiv uns anschauen. Und deswegen, ich kann dir nur den einen Tipp geben und es ist auch wirklich eine Bitte. Mach diese Morgenroutine selbst. Tut mir leid für alle, die sich da ein paar Euros verdienen wollen, indem sie das als Produkt anbieten. Aber mach das selbst. Es ist ein Produkt, wenn ihr das kauft, was euch nichts nützt. Es ist fachlich korrekt, es ist toll gemacht, es sieht schöner aus als unsere Excel-Tabellen. Aber ihr verschenkt euch wahnsinniges Potenzial, ihr verschenkt euch Chancen am Markt, ihr holt euch Risiken rein, wenn ihr das wegdelegiert. Denkt bitte immer an den Fallschirm, den ihr nicht selber packen würdet. Und wenn ihr jetzt ganz neuer seid auf dem Kanal oder wenn ihr sagt, hey, wie, mit der Morgenroutine, ich habe das schon tausendmal gehört, aber wie funktioniert denn das überhaupt? Ihr wisst, bei uns startet morgen am 25. Oktober startet unsere neue Ausbildung. Wird da nicht genau verraten, was, ne? Gibt es erst morgen ab 18 Uhr, aber dort wird unter anderem auch Morgenroutine ein Teil mehrerer Videos sein. Ne? Wir haben da ganz, ganz viele Videos aufgenommen, wo wir euch detailliert diese Morgenroutine zeigen. Und wenn ihr jetzt schon mal einen Blick da reinwerfen wollt, dann packe ich euch hier unter das Video einen Link, wo es genau um das Thema Morgenroutine geht. Ne? Also es ist ein kostenfreier Link. Geht einfach da drauf und dann könnt ihr euch ein Video schicken lassen. Das wird euch dann, ich glaube, E-Mail-Adresse müsst ihr eintragen. Und das seid ihr die, ne? Ihr gebt mir eure E-Mail, ich gebe euch dieses Video. Ja, dann kriegt ihr auch mal ein Angebot von mir. Und wenn euch das nicht gefällt, na, dann gefällt es euch halt nicht, dann löscht das. Okay? So, aber keine Angst, ich spamme euch da jetzt nicht die nächsten Wochen brutal zu. Und da kriegt ihr aber mal so einen Videoausschnitt, ein paar Minuten, wo ihr seht, was das überhaupt ist, was ist die Morgenroutine, was gehört das so dazu. Und da könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen von dem, was wir da machen. Und ich sage immer allen Leuten, die zu uns auf Seminar kommen, die Kurse kaufen und so weiter, wenn das Allereinzigste, was ihr aus diesem Ganzen, was wir machen, mitnehmt, wenn es da nur eine einzige Sache gibt, die ihr behaltet, und das wäre die Morgenroutine, dann hat sich das immer gelohnt. Also ich habe ganz viele Leute gehabt hier in Ausbildungen und so weiter, die dann gesagt haben, du Jens, pass auf, mit dem Optionshandel, das ist nichts für mich. Aber die Morgenroutine, das ist so genial, das mache ich jeden Tag und dadurch hat sich mein Trading, mein Handeln, mein Investieren, meine Beziehung zum Markt so dramatisch verbessert, dass es einfach unheimlich wichtig ist und die sind total dankbar, dass sie diese Morgenroutine in der Art und Weise, wie wir sie machen, gelernt haben. Deswegen, holt euch das, schaut euch das Video einfach mal an. Es ist, ihr müsst nichts kaufen, es verpflichtet euch zu nichts. Guckt es euch einfach mal an, okay? Link ist hier unten in der Beschreibung. So, dann, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich bin jetzt auch total gespannt auf eure Meinungen. Und zwar möchte ich mal von den Leuten wissen, die eine Morgenroutine machen, wie lange macht ihr sie schon? Wie lange braucht ihr dafür? Also braucht ihr da eine Stunde, braucht ihr 10 Minuten? Und was hat euch das persönlich gebracht? Gerade auch jetzt hier in dem Jahr 2018. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das hier unten in die Kommentare schreibt. Okay? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.